Einfache Kartentricks haben bei ihr keine Chance. Alana bezaubert ihr Hamburger Publikum lieber mit weiblichem Charme, Schminke und Schmuck. Auf altbekannte Zaubernummern legt sie gern noch die ein oder andere Schippe drauf. Moderne Magie, die ankommt am Traditionstheater am Steindamm. Man hat vielleicht einen Vorteil, dass man eine Frau ist, weil es ja nicht so viele Damen gibt in der Zauberkunst. Aber man muss natürlich eine gute Leistung bringen. Man muss originell sein, seine eigenen Sachen zeigen, einen eigenen Vorführstil haben. Und das habe ich mir sehr hart erarbeitet und bin damit ganz gut unterwegs. Ganz gut? Das bedeutet bei Alana, neben Auftritten in der ganzen Welt gehört die Hamburgerin seit dieser Saison fest zum Ensemble des Varietés. Das Hansa-Theater hat ja erstens eine riesengroße Geschichte und ist ganz wichtig für Hamburg und für mich persönlich auch, weil meine Eltern hier auch ihre magische Karriere gestartet haben. Und als kleines Kind wurde ich immer viel hier in das Theater mitgenommen und es war immer mein Traum, hier einmal aufzutreten. Und das bedeutet sehr, sehr viel für mich und ich habe unheimlich viel Spaß hier und bin ganz stolz, hier sein zu dürfen. Ja, Alana ist hier groß geworden. Ihre Eltern traten im Hansa-Theater bereits in den 60ern als Illusionsduo Frederik und Margit auf. Wir gingen damals traditionell jeden Monat ins Hansa-Theater. Damals war immer ein neues Programm pro Monat. Und als wir von Frau Grell, das war die Direktorin damals, entdeckt worden sind, 1967, da waren wir natürlich besonders stolz drauf, dass wir dann auch selber 1968 unser erstes Engagement hatten. Und insgesamt sind wir hier 6-mal aufgetreten, 6-mal ein Monat. Ja, das war bis 1979 war das, ne? Das war das letzte Mal dann. Schon lange her. Aber wir sind immer wieder hergegangen als Zuschauer dann. Dem Hansa-Theater wohnt eben ein ganz besonderer Zauber inne. Den spüren auch Frederik und Margit jedes Mal. Seit 10 Jahren sind sie im Ruhestand. Ganz lassen können sie es mit der Magie, aber trotzdem nicht. Man benötigt nur ein Stückchen Papier, faltet das ein ganz klein wenig zusammen, pustet einmal, sehen Sie, und dann haben wir einen 20-Euro-Schein. Und das Tolle daran ist, das kann man machen, so häufig, wie man nur will. Ich mache das zum Beispiel jeden Tag 10-mal und dann habe ich Haushaltsgeld. Dann brauche ich es nicht mehr, also habe ich aufgehört zu zaubern. Aufhören kommt für Tochter Alana natürlich noch lange nicht in Frage. Die Bühne gehört jetzt erstmal 6 Tage die Woche ihr. Begrüße bitte ganz herzlich Alana, bitte sehr. Bis April wird die Zauberkünstlerin mit dem Ensemble im Hansa-Varieté auftreten. Und Alana ist stolz, damit nicht nur Teil der 125 Jahre alten Theaterhistorie zu werden, sondern auch die Familiengeschichte fortzuschreiben.